Hallo und willkommen zu einem neuen Depot-Update, heute für den 12. Februar 2021. Ja, heute war wieder so einiges los an der Börse. Es gab auch eine Nachricht bezüglich Spineway, werde ich euch gleich noch zeigen oder vorlesen. Und ja, als erstes, was habe ich gekauft und verkauft? Ich habe EcoGraph verkauft mit 26% plus. Und ja, Spineway gekauft. Komme ich dann gleich zu. Aber insgesamt erstmal die Performance heute liegt so bei plus minus null. Nicht sonderlich viel gewesen. Es war eigentlich hier ja recht gut im Plus. 78 Euro hier fast. Dann hier aber auch im Minus von 70 Euro gegen 15 Uhr. Dann wieder gestiegen, gesunken. Also eine wirkliche Achterbahnfahrt heute gehabt. Gucken wir uns mal die einzelnen Werte an. Core One Labs, heute ein Minus gemacht von 1,22%. Macht jetzt auch nicht sonderlich viel aus hier. Dann Tesla, hier einen kleinen Dip gehabt, aber ja, liegt jetzt immer noch bei 660 Euro. Hier 40 Euro im Minus insgesamt. Ich denke aber, dass Tesla ja auf jeden Fall nochmal kommen wird. Und ich werde Tesla wahrscheinlich in mein Consorsbank-Depot übertragen. Bin mir aber noch nicht genau sicher, ob ich das wirklich machen werde. Also ich wollte Tesla ja sowieso besparen, monatlich auf dem Consorsbank-Depot. Mal gucken, wie ich das dann eben ja handhaben werde. Realty Income heute auch ein Minus von 0,89% gemacht. Hier sah es eigentlich relativ gut aus, fast wieder ein Prozent plus gemacht, aber ja, momentan gerade im Minus. Das ist hier eine Momentaufnahme. Die Börse hat ja jetzt noch ein bisschen offen, deswegen könnte sie noch ins Plus steigen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, also es deutet jetzt nichts sonderlich darauf hin. Deswegen. Dann StoneCo wieder sehr stark, 4,17% plus gemacht. Ja, macht 3,04 € pro Aktie aus. Und hier echt eine richtig gute Performance insgesamt. Mittlerweile auch hier eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Euro. Ja, ist echt stark geworden. Ich hatte die ja im, ich meine, wann war das? Mal gucken, genau, so im Juli gekauft. Ja, von dem Zeitpunkt her super entwickelt auf jeden Fall. Und kann auf jeden Fall so weitergehen. Dann Nokia, tatsächlich ein Plus oder momentan gerade im Plus, macht jetzt 4 Cent aus, 1,26%. Ja, in die Richtung kann es auf jeden Fall weitergehen. Mal gucken, werde ich ja auch wie AMC und BlackBerry halten. Dann die Naga Group, da hatte ich ja letztens, also ich hatte hier insgesamt 100 Aktien, habe dann letztens 50 Aktien verkauft und habe jetzt logischerweise nur noch 50. Ja, und die sind gerade 77% insgesamt im Plus. Heute auch wieder eine super Entwicklung hier gehabt von 9,27%. Sieht so aus, dass, als wenn es jetzt halt weiter steigen würde. Mal gucken. Aber die würde ich auch noch ein bisschen halten. Ja, Sundial Growers. Ja, gestern schon sehr stark gesunken und heute wieder 17,65%. Auch die werde ich halten, also meinen Verlust hier nicht realisieren, weil es ist, wie gesagt, erst ein Verlust, wenn man es realisiert. Und ja, mit den ganzen Änderungen, die in den USA bezüglich der Entkriminalisierung kommen könnten, denke ich, dass die Aktie da auf jeden Fall nochmal stark nach oben steigen wird. Wie gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das ist einfach nur
mein persönliches Denken und meine Meinung dazu. Ja, und sobald ich im Plus bin, ein bisschen im Plus bin, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, werde ich sie dann auch verkaufen wahrscheinlich. Dann Geely Auto, heute ein kleines Plus gemacht, macht jetzt auch nicht sonderlich viel aus. BlackBerry ist relativ gut angestiegen, 6,54%, macht 66 Cent pro Aktie aus, aber auch hier noch, ja, wie ihr seht, deutlich im Minus mit 86 Euro. Aber auch hier, die werde ich auf jeden Fall halten. Dann AMC Entertainment. Ja, heute auch ein Plus gemacht von 2,63%. Trotzdem immer noch hier 73% im Minus. Macht jetzt nicht so viel insgesamt bei mir aus. Aber freut mich natürlich, wenn es hier nach oben geht. Auch diese Aktie werde ich halten und meinen Verlust oder hier den Verlust nicht realisieren. Dann AstraZeneca, 2,81% plus gemacht. Ja, ist ganz gut. Sobald das, wie gesagt, mit dem Impfen ja, losgeht, denke ich, dass das hier auch nochmal in die Höhe steigen könnte. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Auch hier eine Marktkapitalisierung von 108,4 Milliarden Euro. Ja. Die Analysten hier, höchste Einschätzung liegt bei 129 Euro. Das wäre natürlich enorm viel, wenn das so ansteigen würde. Ich bin gespannt. Coca-Cola, heute auch ein Plus gemacht, 0,67%. LTC Properties, auch so plus minus null, macht jetzt nicht sonderlich viel aus. LTC Properties hat sich ja die letzten Tage schon echt gut entwickelt. Auf Spineway gehe ich gleich zum Schluss ein. Ja, Xiaomi 0,5% minus, macht jetzt auch nicht so viel aus, aber wieder unter die 3 Euro gekommen. Hier bin ich auch echt gespannt, wo die Reise hingeht. Ich möchte sie eigentlich verkaufen, sobald ich im Plus bin, weil ich mich, ja, weiß nicht. Weil ich da irgendwie wegen der US-Regierung und der chinesischen Regierung ein paar Bedenken habe und nicht weiß, ob das halt in Zukunft noch so sinnvoll ist. Deswegen, ja, werde ich sie dann verkaufen, sobald ich hier ins Plus komme. Wie gesagt, ist natürlich meine Meinung. Wenn ihr davon viele Aktien habt und die halten möchtet, dann macht das auf jeden Fall, da müsst ihr euch natürlich euer eigenes Bild machen. Und ja, ich habe mir hier meins gemacht. Dann Abco International, gerade bei plus minus null. Also nicht sonderlich viel was Spannendes passiert heute. Und zu guter Letzt Spineway. Ja, Spineway habe ich heute eingekauft für einen Preis von, hier steht es nicht genau, also genauer gesagt nochmal 0,0028 Euro. Wirklich enorm kleine Aktie. Und ich hatte die so gegen, ja, hier irgendwann so gegen 12 gekauft. Ist dann halt hier ein bisschen angestiegen, sage ich mal. Und ja, ist nicht sonderlich viel passiert. Die Volatilität war enorm hoch. Ja, und dann gegen Nachmittag, ich kann mal kurz nachgucken, wann das genau war. Ich habe mein E-Mail-Fach hier nämlich offen. Genau, gegen 17:12 Uhr kam dann eine Mail von Trade Republic. Und ich habe mich erst gewundert, was ja jetzt schon wieder los ist. Und dort heißt es, ich kann euch die kurz mal vorlesen, ich habe es hier vor mir. Hallo Jasmin, du erhältst diese Nachricht, weil dein Depot Aktien des Unternehmens Spineway enthält. Wir wurden darüber informiert, dass die Geschäftsführung der Börse Hamburg angekündigt hat, den Handel mit dem Wert Spineway ab 12. Februar
2021, 17.30 Uhr bis Montag, 15. Februar 2021, 9 Uhr auszusetzen. Solange nimmt die Börse Hamburg keine weiteren Orders mehr an. Bei Fragen wende dich bitte an die Börse Hamburg und dann halt einen Link. Trade Republic wurde von der Börse Hamburg über diese Entscheidung informiert. Wir haben keinen Einfluss auf Entscheidungen der Geschäftsführung der Börse Hamburg. Vielen Dank, dein Trade Republic Team. Ja, und hier steht es ja auch nochmal in diesem blauen Kasten. Ist natürlich krass. Meine Performance hier wäre jetzt gerade bei 23 Euro plus. Ja, ich hatte hier auch eine Limit-Order, also habe ich direkt nach dem Kauf eingestellt, dass die Aktie bei 0,008 verkaufen, also dass ich die verkaufen möchte. Und dann kam jetzt, glaube ich, vor einer halben Stunde oder so die Meldung einfach nur, dass Trade Republic meine Order gecancelt hat. Ja, erscheint hier auch nicht mehr. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, viele sprechen ja von Pump and Dump. Mal gucken. Ist ja wirklich enorm krass angestiegen, wenn man jetzt hier, keine Ahnung, ein paar tausende Aktien hatte und die zu diesem Zeitpunkt verkauft hat. 900% plus, das ist schon enorm krass. Ja, Glückwunsch an jeden, der da Gewinne mitnehmen konnte und die Aktie hatte. Hatte ich ja auch unter den Kommentaren gelesen, dass ein paar von euch diese Aktie hatten und hier Gewinne mitnehmen konnten. Ich bin gespannt, wie es Montag weitergeht. Habe ehrlich gesagt nicht mit so einer Nachricht gerechnet. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf jeden Fall. Gut, dann wäre es das auch mit dem Depot-Update für heute. Ich denke, am Sonntag kommt dann die Wochenzusammenfassung, wie meine Woche so lief. Und ja, gerade ein bisschen im Plus, also es pendelt die ganze Zeit hin und her um die Nulllinie und genau. Ich hoffe, ihr hattet sonst eine gute Woche und habt heute auch nochmal Gewinne gemacht und schreibt mir gerne, ob ihr Spineway habt, was ihr davon haltet und ja, ich freue mich auf jeden Kommentar. Bald sind es auch 900 Abonnenten, ich glaube, es fehlen nur noch 6 oder so. Ja, vielen lieben Dank an alle und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.